Hallo, liebe Freunde des feinen Internet. Hier ist nochmal kurz Harzner mit einem kleinen Update, was ich für euch habe. Und zwar habe ich einen Shop. Hiermit ist es offiziell. Jawohl. Ich habe einen Shop und der ist auch unten verlinkt und kommt auch in die Kanalinfo. Und da könnt ihr Sachen kaufen, wo Harzner draufsteht. Und weil das jetzt offiziell ist, müsst ihr auch nochmal durch das Jingle durch. Yeah. Yeah. Aber ich wollte noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Wir sehen hier verschiedene Produkte, die man sich in verschiedenen Farben bestellen kann. Das Logo bleibt dabei gleich. Das gibt es auch aktuell nur in Weiß, Schwarz und so ein Hellblau-Türkis. Und ich habe das mal, ich mache das mal groß, damit ihr das mal seht, wie das dann in echt aussieht. Die Darstellung am Bildschirm ist natürlich sehr kontrastreich. In echt habe ich mir mal eine blaue Tasse geholt. Die sieht hier auf dem Bildschirm dann, das seht ihr natürlich jetzt nicht. Die sieht dann hier so aus. In echt sieht die dann so aus. Also das leuchtet natürlich nicht. Der Kontrast ist natürlich dann nicht so hoch. Die schwarze Tasse funktioniert recht gut. Und dann habe ich hier nochmal einen Hoodie. Also dieser Hoodie ist aus dem Februar und da sieht man schon, der ist arg oft gewaschen worden. Also ich habe den sehr häufig getragen, sehr oft gewaschen und dann auch nicht auf links. Also das wäscht sich irgendwann aus. Ja, dann habt ihr so einen Vintage-Look. Also das nur, falls da mal jemand was kauft, nicht wundern, die Qualität. Also die Preise finde ich schon gerechtfertigt. Oder da habe ich jetzt auch schon Hoodies gehabt, wo die Bündchen so ein bisschen schlapp wurden. Also nicht mehr so gezogen haben. Ansonsten ist es aber okay, was man da kriegt. Es ist also nicht arg überteuert, aber auch nicht gerade günstig. Könnt ihr euch überlegen. So viel zu den Produkten. Ach ja, ich habe hier hinter mir noch die Jacke. Dazu noch eins, wenn ihr hier auf dem Bildschirm die Hoodie-Jacke seht. Das ist halt so eine College-Jacke. Ich kenne die eigentlich mit Lederärmeln und richtig festem Stoff. Also eigentlich auch geeignet als Winterjacke. Das ist hier nicht der Fall. Man sieht hier, dass das weiße Logo zwar hübsch aussieht, aber die Ärmel zum Beispiel, die sind aus Stoff. Dadurch kann man die Jacke zwar waschen, aber es ist nicht wirklich winterfest. Ja, also nur mal so nebenbei zu den Produkten, fairerweise. Und ihr müsst da auch nichts kaufen. Ja. Das ist nicht unbedingt nötig. Also ich verdiene da nicht mein Geld und bin auch nicht drauf angewiesen. Aber natürlich ist es auch so, dass dadurch, dass ich ja noch nicht so berühmt bin, noch nicht so viele Fans habe, eines Tages werde ich natürlich mal selbst berühmt, ganz, ganz weltberühmt, könnt ihr natürlich sagen, wenn ihr auf dem Shop was seht, was ihr interessant findet oder so und ihr hättet da gerne ein Arzner-Logo drauf, dann kann ich das einfach machen. Momentan, wie gesagt, das ist Logo schwarz, weiß und türkis. Andere Farben weiß ich noch nicht. Können wir diskutieren, also gegen eine kleine fünfstellige Spende oder so mache ich auch ein gelbes Logo. Scherz beiseite, natürlich könnt ihr die Logos auch in anderen Farben haben oder sowas. Und geplant hatte ich jetzt noch ein Mauspad, weil ich eins brauche, und eine Umhängetasche. Aber was ich auch sagen wollte, ist, der Laden selber ist ganz interessant. Die Musik spinnt hier. Ich habe einen Fehler in der Akku, in der WAV-Datei. Seltsam, egal. Der Shopbetreiber hat eine ganz witzige Idee, die ich nämlich auch vorstellen wollte. Das ist nicht alles nur Werbung für mich. Und zwar hier bei Spreadshirt kann man Designs hochladen. Wenn ihr also kreativ seid, könnt ihr da Designs hochladen. Dann können andere das zum Beispiel auch benutzen. Ihr könnt das auf den Marktplatz stellen und dann sagen, jeder, der damit was macht, kann damit sein Produkt machen. Und immer wenn was verkauft wird, verdient ihr 1, 2, 3 Euro. Je nachdem, wie ihr euer Design macht. Oder ihr könnt natürlich auch ein Design für euch selber machen, nicht veröffentlichen und eigene Produkte damit machen. So mache ich es. Also aktuell kann man noch nicht hier reingehen und ein Harzner-Logo einfach irgendwo drauf pappen. Das geht nicht. Aber ihr könnt es machen, wenn ihr kreativ seid. Ich fand die Idee halt gar nicht schlecht. Ist ein deutscher Anbieter, hat viel verstanden. Die Seite ist sehr leicht zu bedienen. Und da könnt ihr euren eigenen Shop haben. Ist doch auch mal was. Ich habe jetzt meinen und wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns bald demnächst wieder hier bei Harzner. Macht's gut, gehabt euch wohl. Bis denn. Ciao.